Moin, Servus und Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, euren Gamerbauch, rund um Forza Horizon 5. Ja, wir haben eine neue Woche und das heißt, der Frühling ist eingeläutet in Series 21, Untertitel Explorer. Und ja, neben der großen Herausforderung, dass wir hier heute den Hammer H1 Alpha nutzen müssen, gibt es natürlich auch neue Herausforderungen. Und wie ihr seht, saisonale Sammelobjekte, Eselweg. Damit fange ich an in diesem Video. In diesem Video erstmals zwei Herausforderungen für euch aufgelöst. Und ja, ich gehe hier jetzt auf die Suche. Laut Beschreibung sollen wir uns mal in Tierra Prospera umsehen. Und das ist so das Areal, was ich am Anfang abgesucht habe. Wir sehen jetzt auch ein bisschen, wie ich jetzt hier mit dem Hammer H1 durch die Gegend fahre. Und natürlich auch noch auf andere Fahrer treffe heute am Release Day. Sagen wir so, oder Update Day. Sind alle auf der Suche nach diesen Pappeseln, die dann irgendwo aufgestellt sind. Und nach 10 Minuten Suche bin ich tatsächlich auf den ersten gestoßen. Und zwar nicht da, wo ich es anfangs vermutet hatte, sondern an einer kleinen anderen Ecke. Und zwar hier mal kurz vorgespult, ich habe den Esel gefunden und zwar befinde ich mich jetzt genau hier. Und das ist östlich von Tierra Prospera und in dem Areal, da könnt ihr die Esel finden. Und ihr seht bereits, da sind auch schon ein paar andere unterwegs, beziehungsweise einer und der andere kommt noch hinzu. Natürlich empfiehlt es sich, diese Esel, die Sammelobjekte im Offline-Modus zu absolvieren. Ich mache es aber gerne online. Hat man immer so einen leichten Wettkampfdruck. Man sieht es unten links am Mini-HUD, an der Minimap, sieht man, wie die anderen da auch noch in der Gegend rumfahren. Jetzt machen wir ein paar, ich glaube 10 Esel waren das jetzt, die wir kaputt fahren müssen. Und dann haben wir schon die Herausforderung Sammelobjekte, Eselweg dann durch. Wie gesagt, wichtig ist natürlich, dass es östlich von Tierra Prospera. So, hier ist jetzt nicht das Spiel kaputt oder das Video defekt. Nein, hier hatte ich gerade noch ein, zwei Screenshots gemacht als Thumbnail. Das kommt ein bisschen, kommt manchmal bei mir ein bisschen vor. Ich entschuldige mich dafür. Wie gesagt, hat nichts mit der Aufnahme zu tun. Die ist komplett sauber diesmal. So, irgendwo muss doch hier noch der letzte Esel zu finden sein. Was heißt der letzte? Die Dinger tauchen relativ schnell wieder auf. Also die Respawn-Rate liegt wahrscheinlich bei 1-2 Minuten, wenn überhaupt. Da ist noch einer und das war der letzte. Guti. Oh, da ist ja noch einer. Dann bleiben wir davor stehen. Kann ich gleich noch einen Screenshot machen. So, gut. Aber erstmal die Belohnung abholen für diese Sammelobjekt-Herausforderung. Und dann gehen wir auch schon gleich zum nächsten rüber. Hier sehen wir jetzt da abgeschlossen. In dieser zweiten Herausforderung habe ich die Foto-Herausforderung Flatterer genommen.
Ist, ja, war nicht einfach zu finden, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich wirklich doch ein paar Minuten geknobelt, vor allem, weil ich mich meistens immer an Fotos orientiere, die immer so einen Hinweis geben. In diesem Fall gab es keine großen Hinweise, aber die Beschreibung war ja: mache ein Tierfoto in der Nähe der Kameraausrüstung nordwestlich des Hotels Mirador Valderrama. So, da ist das Hotel und da starten wir jetzt auch. Da ist mein Spawn und da, wo der Cursor ist, beziehungsweise da oben, da ist die Fotoausrüstung schön versteckt. Wir fangen jetzt einfach hier bei dem Querfeld einrennen an. Hier ist dieser Punkt. Und dann fahren wir jetzt hier einfach den Berg da hoch. Und dann biegen wir hier links einfach in die Botanik. Ah ja. Und treffen wir wieder einen Baum. Übrigens, deswegen spiele ich das Battle Royale nicht so gerne, weil die Bäume immer mich aussuchen beim Fahren. Und da hinten sieht man dann schon den gelben Bus, der halt für die Fotoexpedition ganz typisch geworden ist, auch der Ballon dazu. Jetzt fahren wir ganz kurz rum und stellen uns dahin, ehe ich euch jetzt die Position preisgebe von der Fotostelle Tierfotos. Das ist Hashtag Flatterer. So, dann gucken wir mal uns das an. Und zwar genau da, wo mein Fahrzeug steht. Das ist die Location. Für die Fotoausrüstung dort findet ihr die. Ich hatte beobachtet, dass da die mehreren Fahrzeuge oben, die rumfuhren, dass die tatsächlich diesen Ort auch gesucht haben. Also sie sind an der Straße vorbeigefahren. Also der liegt ein bisschen versteckt im Wald drinnen. Jetzt habe ich überlegt, was gibt es da für Tiere? Und das ist mir zuerst gar nicht aufgefallen. Doch dann hatte ich jetzt gedacht, eben gerade so, Da ist doch was in der Luft. Ja, es sind Schmetterlinge. Mein Gott. Schmetterlinge, die wir fotografieren heute mal. Wir hatten ja schon einiges. Wir hatten Hunde, wir hatten andere Tiere und deswegen auch der Hashtag Flatterer. Nicht einfach so zu. Machen ein paar Screenshots davon. Wir fotografieren die Tiere jetzt also auch mal in echt hier live und dann, ja, haben wir jetzt eigentlich unseren Spaß gehabt. Also wie gesagt, wir fahren jetzt einfach mal, ja. Schmetterlinge fotografieren, wobei es sind extrem viele dort. Ja, und dann einmal ein Foto gemacht. Das reicht meistens auch immer nur das Vorschaufoto, also den rechten, glaube das ist RB. Einmal antippen und dann reicht das schon. Ihr müsst kein richtiges Foto machen mit A. Ja, und das waren auch schon die beiden Herausforderungen, Foto-Herausforderung und Sammelobjekt-Herausforderung in der Series 21 Frühling Hitzesaison für Forza Horizon 5. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse. Hinterlasst auch einen Kommentar oder ein Like. Wäre natürlich auch ganz nett. Und sage bis zum nächsten Video rund um Forza Horizon 5. Ich bin euer Gerhard Bauch. Bye, bye.